Hallo, mein Name ist Stefan. Ich mache jetzt YouTube, werd steinreich und berühmt. Herzlich willkommen zu Stefan entdeckt die Welt. Herzlich willkommen in Thailand. Herzlich willkommen in Doi Saket. Doi Saket ist ein bisschen außerhalb von Chiang Mai und da bauen die Bi und der Stefan ihr ganz süßes Häuschen. Da habe ich schon zweimal ein Video gemacht und habe so ein bisschen den Rohbau gefilmt. Die beiden bauen ja ganz anders, wie wir gebaut haben. Die bauen mit einem Generalunternehmer. Und das fand ich selber auch sehr spannend. Der Stefan hat meine YouTube-Videos geguckt und hat mich irgendwann mal angemeldet. So haben wir uns kennengelernt. Ja, und seitdem sind wir in losem Kontakt. Der war auch schon mal mit seiner Bi hier bei uns. Und haben mal zwei Nächte im Gästehaus geschlafen, haben uns ein bisschen was angeschaut hier. Zwei sehr, sehr nette, mit denen ich mich wirklich gut verstehe. So ein paar mag die beiden auch total gerne. Und da war ich jetzt gespannt, als der Stefan mir gesagt hat, Mensch, wir sind fast so weit, komm doch noch mal gucken. Habe ich mich aufs Kettmobil geschwungen und bin dahin gedüst. Ja, und ich muss sagen, es ist wirklich toll geworden, aber es gibt ein Riesenproblem. Aber das erzähle ich euch gleich. Hier rolle ich quasi auf den Hof und ihr seht den LKW da stehen. Heute sind schon die ersten Möbel gekommen und morgen soll noch ein, nein, nicht morgen, morgen ist Sonntag. Aber heute sind sie noch los und haben einen Wassertank ausgesucht und eine Pumpe und eine Filteranlage. Da ist schon alles vorbereitet. Da muss jetzt noch ein kleiner Sockel montiert werden. Dann kommt der Wassertank da drauf und dann könnte man im Prinzip einziehen. Die Möbel sind da, Wasser ist da, Strom ist da, Internet kommt nächste Woche auch. Eigentlich, aber uneigentlich dann eben doch nicht. Und ich glaube, da sind die zwei auch ganz schön angefressen. Wow. Hier bin ich, komme ich gerade rein. That's different. Now we have a really big problem in the house. Why? We cannot look at the make the wrong color every move. And now we have to throw apart this again. We cannot move out. This is terrible. Yeah, no. Yeah, yeah. This is not what you choose, right? This is not a shoe, but this is not the one. Shit. And it's every room. This is big. So they mix them. Yeah, they mix. Oh shit. There was late in the time already. Yeah. And I think till 15 next month everything should be ready to move. Ihr hört, wie es halt, und ich hatte ja nur dieses kleine, die kleine DJI Action Cam auf der Schulter. Deswegen erzähle ich euch nochmal, was die Bi mir gerade erzählt hat. Also es gibt ein Problem mit den Fliesen. Die sind verlegt worden. Das haben die zwei sogar gesehen. Und das war auch erst auf den ersten Augenblick in Ordnung. Und dann haben die mal geputzt und dann festgestellt, das sind zweierlei unterschiedliche Farbtöne. Man sieht es auf den ersten Blick nicht wirklich, aber wenn man genau hinschaut, man sieht es. Hier in den Bildern ist es ein bisschen schwieriger zu sehen. Ich zeige euch gleich ein Bild. Aber wenn man dann da steht und ein bisschen die Sonne drauf scheint, es ist wirklich störend. Also es würde mich auch stören. Ihr seht hier, das sind zwei unterschiedliche Farben. Das Problem ist auch, die haben jetzt nicht in einem Raum die etwas helleren, in einem Raum die etwas dunkleren gemacht. Nein, die haben es kreuz und quer gemischt. Das sieht nicht schön aus. Ich würde das auch so nicht akzeptieren. Die haben das also reklamiert und der Bauträger hat das auch angenommen, die Reklamation. Aber es ist natürlich total ärgerlich, weil das Monatsende naht und die wollten eigentlich drin sein. Die haben ihr andere, ihr gemietetes Haus quasi gekündigt. Wenn sie da jetzt noch einen Monat länger bleiben wollen, haben sie die komplette Miete nochmal an der Backe. Es ist also alles nicht wirklich witzig. Gut, andererseits muss ich sagen, ich habe ja selber in Deutschland schon gebaut und hier jetzt auch. Wenn alles gut gehen würde, dann wäre es komisch. Es ist immer irgendwas, was schief geht. So, hier habe ich die Action Cam mal weggestellt. Ihr seht mich mit der Regenjacke. Es hat nämlich zwischendurch immer wieder mal geregnet. Und die Anna, meine Nichte, die hat mir zu Weihnachten eine Warnweste geschenkt. Hinten mit Stefan entdeckt die Welt drauf. Und weil es heute zwischendurch mal so ein bisschen dunkel und diesig war, habe ich die sogar noch über die Regenjacke gezogen, damit man mich gut sieht. Denn ja, das Letzte, was ich brauche, ist noch ein Motorradunfall. Also Josephines Jacke, Annas Warnweste. Und damit war ich dann gut gewappnet. Der Stefan ist gerade gekommen, der hat noch gerade ein bisschen Besteck geholt. Die hatten sich Essen bestellt und haben festgestellt, die haben das Besteck vergessen. Aber sind schon 3 Tage. Aber gut, jetzt gehen wir erstmal und schauen uns das Haus an. Ich bin mal neugierig. Ich halte mal über meinen Rüssel rein, wenn ich darf. Ja, aber Elektrik und so, das sieht doch alles gut aus hier.
Das sieht doch erstmal alles wirklich gut aus. Auch die indirekte Beleuchtung oben da in dem Giebel drin, das ist echt schön. Das stellt man jetzt. Ja. Tipptopp. Und übermorgen kommt das Sofa. Dann müsst ihr die Möbel mal hinterher. Ja, gut, das ist ja nicht so schlimm. Ne? Hauptsache, sie versauen die Möbel nicht, wenn sie die Fliesen neu machen. Ja, ich mache Fotos vorher. Du hast viele, 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 viele Steckdosen. Das ist schon mal gut. Ja, das war mir wichtig. Ja, klar. Die meisten auch im Badezimmer in meinen Steckdosen. Ja. Das haben die meisten Teilbadezimmer nicht. Ja. Und dann hast du ewig diese Verlängerungsschnüre da liegen mit 10 Steckern dran und so einem Schlitten, ne? Ja. Ach, super. Wahnsinn, kaum wiederzuerkennen. Boah, die Riesen. Oh, und eine Badewanne. Wie geil. Mit Aussicht. Mann, wenn man hier drin sitzt. Wir müssen noch für Vorhänge und so weiter schauen. Ja. Was hast du bezahlt für Vorhänge? Du, ich habe bei uns ganz in der Nähe, in Lampun gibt es einen Dekorateur. Der hat bei mir gestern auch die Vorhänge gemacht. Top und nicht teuer. Ne? Super. Was hast du da bezahlt? Oh, das müsste ich jetzt die Sopa fragen, das weiß ich nicht mehr. Ich glaube, für den ganzen Bungalow, und die sind aber UV-beständig und nicht undurchlässig. 7.000 oder was? Ja, machen wir schon 20 und den Dreh. Stimmt. Ja. Aber der ist halt gekommen, obwohl ich habe die Maße alle aufgeschrieben. Ich habe gesagt, könnte ich alles machen, wäre egal, aber im Preis wäre mit drin, er würde kommen. Alles aufmessen. Ja. Und der war da, der hat sauber gearbeitet, der hat also jedes Fünkelchen da an Staub und so wieder weggemacht. Und also top. Ich weiß halt nicht, ob der bis hier rauskommt. Hier gibt es ja schon auch so jemanden. Ja, du musst halt finden und du musst halt einen guten finden. Ne? Das ist halt schwierig. Und von wo habt ihr die Möbel? Möbelladen in Chiang Mai? Pro, die haben Pro. Design Square, Design Square, die Möbel gemacht. Okay. Der Stefan hat mir noch erzählt, das wusste ich auch nicht, dass es in Chiang Mai eine Matratzenfabrik gibt. Die haben sich also extra für dieses Bett eine Matratze anfertigen lassen. Die kommt jetzt auch die Tage, die ist ein bisschen dicker, weil die Matratzen hier in Thailand oft sehr kompakt und sehr hart sind. Und ja, das fand ich auch ganz interessant. Da hätte ich mir vielleicht das sparen können, unsere Matratzen von Deutschland hier rüber zu karren. Ich weiß es nicht. Aber das wäre auf jeden Fall auch mal interessant, vielleicht mal dahin zu fahren, um mal zu gucken und ein Video zu machen, oder? Weiß ich nicht. Interessiert das jemanden? Lass mir mal bitte einen Kommentar da. Matratzenfabrik in Doi Saket, ist das interessant oder nicht? Die Leute, die von HomePro da waren, die Möbel zusammengebaut haben, auch da tipptopp. Ordentliches Werkzeug, also nicht irgendwelche welchen Mist, sondern alles Makita-Maschinen, die hatten überall Vlies drunter gelegt, dass sie nichts schmutzig machen, nichts verkratzen und kann man nichts sagen. Also der Service hier in Thailand, wenn du da wirklich Profis erwischt, ist oft sehr, sehr gut. Das Problem ist, du musst halt die richtigen Leute finden. Aber wenn du in solchen großen Läden einkaufst wie HomePro oder so, dann kannst du schon davon ausgehen, dass die halt gute Leute schicken. Hier seht ihr den Garten, da soll ja noch ein bisschen Pool rein, da muss noch eine kleine Leiter gebaut werden, hoch auf die Terrasse. Klar, die Küche muss noch bestellt werden, die Dachen müssen noch dran und, und. Also ist noch einiges zu tun für die zwei, aber ich finde, die machen das sehr vernünftig. Die arbeiten ja beide und haben das Haus komplett zusammen finanziert. Jeder hat seinen Teil da beigesteuert und machen das halt so nach und nach, wie es geht. Und bevor sie sich da irgendwie riesig verschulden, haben sie gesagt, machen wir lieber Step by Step. Hier ist Bees Familie noch mit dabei, der Bruder, wenn ich das richtig verstanden habe, der hilft noch mit, die Mauer mal von außen zu grundieren und dann soll die auch noch gestrichen werden, dass es einfach ein schöneres Bild ist, diese graue Mauer, weiß, passend zum Haus. Ja, und mir ist das Ganze da sehr, sehr sympathisch. Also auch dieses nicht völlig aus dem Ruder laufende, riesig, was ich hier oft erlebe bei Ausländern, die halt da Paläste hinsetzen. Ich denke, mein Gott, ey. Ich meine, ich habe ja mit unserem Garten hier vielleicht sogar ein bisschen den gleichen Fehler gemacht. Ja, wer soll das im Alter alles pflegen? Und die haben sich halt ein kleines Häuschen gebaut und machen es Step by Step und haben halt bei den Komponenten, die sie jetzt schon geordert haben, siehe Badewanne, das kostet hier ein Heidengeld, gesagt, nee, wir machen eine Badewanne und die soll geil sein. Und dann machen wir eine schöne Designer-Badewanne und dann muss die Küche halt noch ein bisschen warten. Oder die Dachrinnen,
Das kann man immer noch alles nach und nach machen. Wir machen Step by Step, so wie wir die Kohle haben. Und das finde ich gut. Da rechts unten seht ihr, da baut ein Nachbar. Mit dem haben sie aber nur eine ganz kleine auf dem Kopf hinten Grundstücksgrenze, wo sie sich begegnen. Ja, was ich ein bisschen merkwürdig fand bei uns, wenn man hingegangen und gesagt hat, hört mal, ich baue meine Mauer an eure dran, was haltet ihr davon? Das da ist ja anders. Mehr sage ich da nicht zu. Ist auch egal. Also ich finde, dieses Häuschen ist total schön geworden. Die haben ein großes Gästezimmer mit einem eigenen Bad. Das heißt, vielleicht stehen da ja auch nochmal Kinder irgendwann an bei den Zweien. Dann hätten sie da eben ein Kinderzimmer. Solange kann man dann ein Büro draus machen oder eben ein Gästezimmer. Und die arbeiten ja beide online. Von daher ist es denen eigentlich egal, ob sie hier in Deusakett sitzen oder in Chiang Mai unten. Die sitzen halt am Rechner. Was die brauchen, ist eine ordentliche Internetverbindung. Und die kriegen sie und damit ist es gut. Ja, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich habe den Zweien natürlich auch angeboten, wenn jetzt dann wirklich demnächst dann die Leute kommen und die in Anführungszeichen schlechten Fliesen, andersfarbigen Fliesen wieder rausfräsen und dann neue reinmachen, können sie gerne bei uns hier im Gästehäuschen ein paar Tage wohnen und Asyl nehmen bei uns. Hier steht tatsächlich auch noch, Stefan, hier steht noch ein Getränk von dir, eine halbe Flasche. Das wartet immer mal drauf, dass ihr kommt, dass ihr das zu Ende trinkt. Du weißt, was ich meine. Wird aus Kartoffeln gemacht, ist sehr durchsichtig. Ja, und hier seht ihr das Grundstück nochmal von oben. Und da hatten bei den letzten Videos der ein oder andere auch mal kommentiert, wieso ist denn das da so spitz? Naja, weil die Grundstücke eben hier nicht quadratisch rechteckig sind, wie man das aus anderen Ländern kennt. Es ist, wie es ist und es ist hier so, wie es hier ist. Und jetzt, wo man das Grundstück auf dem Haus sieht, wenn man überlegt, hinten noch einen kleinen Garten rein, ein Hochbeet, schöner Pool, das reicht völlig aus. Also mehr braucht man eigentlich nicht wirklich. Ja, mir gefällt das sehr, sehr gut. Dieses Schwarz-Weiß ist wirklich schick kontrastiert. Und in den ersten Videos hatte auch mal hier und da jemand kommentiert, warum ist denn die Mauer so hoch? Guck mal hier, wie schön man da von innen über die Mauer drüber gucken kann. Das ist jetzt der Blick aus dem Badezimmer raus, aber von draußen, wenn du hinter der Mauer läufst, kannst du denen nicht ins Badezimmer gucken. Das ist schon wirklich, das haben sie sich gut überlegt. Und ich bin echt begeistert von dem Haus. Ich war nicht lange da, dreiviertel Stündchen maximal, denn ich hatte noch ein bisschen was vor. Ich wollte noch nach Chiang Mai und das seht ihr dann im nächsten Video, Früchtemarkt und Vegetarier-Festival in der Airport Shopping Plaza. Das war aber nichts, da kann ich schon verraten. Egal, also auf geht's. Ich mache mich auf den Weg nach Chiang Mai und ich wünsche euch noch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Seid nett zueinander. Ich bin raus. Liebe Grüße aus Thailand. Tschüss.